Ja, hallo Leute, recht herzlich willkommen zu Path of Exile The Awakening. Plauzenklaus und ich sind noch unterwegs in der Arena. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir das überleben hier, das Ganze. Bis jetzt schaut es ja gar nicht so schlecht aus. Bis auf der kleine Fehler, der mir unterlaufen ist. Ich habe mir ja jetzt hier wieder... Wieso macht er das nicht? Achso, ich kann ja... Dann kann ich den auch wieder rausnehmen. Hm. Aber die Arena hat doch auch keinen Ausgang, oder? Sehe ich das falsch? Doch da oben, oder? Da oben. Da sind wir auch direkt reingekommen, oder? Aber es geht erst jetzt auf. Okay. Wir hätten gar nicht eher flüchten können. Mal einen dahin, einen dahin. Machen dies, das, das. Oh oh. Glück ist hier noch die Ecke, unter der man sich verstecken kann. Okay, haben wir. Lässt sogar was Gutes fallen. Achso. Erzählt einem bloß was. Tja, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wir gehen oben weiter. War natürlich der falsche Weg. Liegt da mal was Brauchbares drin. So, nächste Arena. Gehen wir am Rand lang. Hä? Ehrlich jetzt? Alter Schwede. Ich war doch gerade. Ich hab doch erst. Ich meine. Uiuiui. Wahnsinns Droprate da. So. Falsche Taste gedrückt gehalten. Bin schon gewundert. Klingt so komisch. Weg. Das auch. Das auch. Den auch. So, wieder zurück. Ja. So, jetzt aber. Thank you.
ist wieder was ganz, ganz Fettes dabei. Der da. Aber ging auch noch. Dann hier noch ein paar Wolfis raus. So. Hier oben geht es dann wohl weiter, aber wir müssen die Arena noch ausräuchern. Komplett. Kommen die alle auf mich drauf, guck. So, die haben wir. Hier steht mal ein ganzer Packen. Schmeißen alle gleich ihre Messer auf mich. Noch eine Wolfgang. So, noch eine. Zwei. Jetzt offen, offen. Ja, danke. Weiter geht's. Ich glaube, das zieht sich hier noch ein Stück. Wir sollten mal ein bisschen Fahrt aufnehmen hier. Jetzt wären nur noch 5 Folgen Arena. Natürlich trotzdem nachgucken, aber wenn nichts drin ist. Nächste Runde. Es wird vermutlich nicht leichter werden. Ein Stück laufen hier. Aue. Okay, der Dicke hat sich schon verabschiedet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ging relativ schnell down. Nehmen wir dem sein Zeug noch mit. Was war denn das? Da blieb es einfach mal für eine Sekunde stehen, oder? Stirb. Jawohl. Ja, da feiern die Leute. Die haben auch Bock. Elendigen Biester. Ja, wie viele denn noch von euch? Ja, auch nochmal bitte. Danke. Uiuiui. Ja, auch nochmal bitte. Danke. Ja, aber die gehen im Prinzip, ne? Jetzt kommen wir auch schon weiter. Hallo. Ah, gemeine Falle. Ich hab's fast kommen sehen. Stimmt nochmal, oder? Stimmt erst, wenn ich vorbei bin. Wenn ich mittendrin bin, stürzen sie sich drauf auf mich. Ui, Blutung. Eieiei. Hör doch mal auf damit. Keule. Danke. So. Muss ich jetzt alle mit der Hand kaputt machen? Nee, hab ich keinen Bock. Komplett. Vielleicht ist ja das Ultra-Item da drin, aber
Das ist mir zu doof, die ganzen Fässer mit der Hand kaputt zu machen. Zuschlagen kann ich nicht mit dem blöden Rand. Zauberstab. So. Müsste eigentlich gleich die nächste Arena kommen. Oh Gott. Falsche Taste. Naja, egal. Muss ich schon wieder auffüllen. Ich glaube, jetzt geht's los hier, ne? Ich glaube, jetzt wird's richtig haarig hier. Ja. Ja. Momentan, Leute. Wenn es so bleibt, ist cool, ne? Vermut man, da wird noch an Härte zunehmen. Aber momentan läuft's echt cool. Wollte ich gerade sagen. Schon rennt er mir hinterher wie so ein Blödi. Okay, es passiert irgendwas. Bestimmt nichts Gutes. Rennt auch nur noch mir hinterher. Kümmert sich nicht mehr um die Totems. Das hat am Anfang eigentlich ganz gut gemacht. Muss ich sagen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass er das gemacht hat. Alter. Meine Flaschen sind am Ende fast. Langsam wird's kritisch. Ich will jetzt aber auch nicht in die Stadt hier die Pity-Variante wählen. Ich mach das jetzt hier auf die Hardcore-Sache. Arschloch. Krieg dich. Oh. Was haben wir noch? Was haben wir noch im Angebot? Nichts mehr, wir wissen. Tschüss. Hui. Ging nicht mehr anders. War alles aufgebraucht. Der hat uns jetzt gekillt. Okay.
Jetzt muss er doch gleich. Ah, noch nicht mehr viel. Komm schon, stirb. Jetzt. Ja! Ohne abzukacken. Wird schon wieder alles komplett voll. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal zurück ausleeren. Schön, 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 schön. Danke für die tollen Klamotten. Ohne die hätte es, glaube ich, nicht so gut geklappt. Hau einfach alles weg hier. Scheiß drauf. Kann das auch wieder neu finden. So, jetzt weitermachen. Ja, mal auslernen. So wie Stuff, ey. Wir müssen mal das noch. Hier. So, haben wir das schon? Ne, haben wir noch nicht. Was ist das? Eternal Sword. Item Level 66. Ich bin gespannt. Ja, das nehmen wir jetzt erstmal mit wieder. So, und dann gehen wir mal zurück. Holen mal noch den Rest dort. Da war noch was Interessantes dabei hier. Unique Drop. Mal die ganzen Sachen einsammeln erstmal. Kriegen wir schon wieder nicht alles weg. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Was haben wir jetzt hier bekommen? Was ist dieser tolle Ring? Level 30 Ring. Can't use other rings. Also man kann nur den anlegen und das war's. Hm. Das hat er jetzt auch super eingeräumt hier, muss ich sagen. Kann man das nicht cooler machen, dass hier mehr reingeht? So. Nö, kann man nicht cooler machen. Also nochmal zurück. Ja, muss auch mal sein, ne? Haben wir jetzt diesen Kampf überstanden, wo ich wirklich dachte, dass es beschissener läuft. Also, weil ich mich erinnern kann, kommt dann nochmal Petey oder so. Der geht einer noch richtig auf den Sack. Dreht sich ja die ganze Zeit im Kreis und hat so einen Feuerstrahl aus dem Bauch. Da bin ich letztes Mal, wo ich das gespielt habe, einige Mal draufgegangen. Habe ich kein Mittel gefunden auf die Schnelle. Irgendwie ist ja manchmal die Pinkzahl. Wahnsinn. Schießt die in die Höhe. Ohne ersichtlichen Grund. Wo ist der Ring? Den wollte ich jetzt nicht hier abladen. Ja. Das geht hier runter. Dort auch. Ein bisschen Ordnung herstellen. Machen wir mal so. Schmuckabteilung ist übervoll. Die Chaosringe können wir hier auch mal, sehe ich gerade. Habe ich eigentlich auch schon genug gesammelt. Dann können die mit weg. Hauen wir hier einfach noch ein bisschen was rein. Da ist noch Platz. Ich nehme mir immer ganz toll vor, das irgendwann mal auszusortieren und aufzuräumen und zu machen, aber irgendwie wird's nix. Tja, so wird's halt hier für so tolle Sachen dann schon. Machen wir den hier so, das fällt. Na, machen wir den hier hin. So, verkaufen wir noch schnell die drei Ringe. Drei Scherben, Wahnsinn, voll. Bla 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 bla. Hintergrundstory.
So. Tja, dann würde ich sagen, ach so, da waren ja noch drei Sachen, die wir noch holen können. Das ruckelt vor sich hin hier heute, das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier alles weggeholt. Jetzt gehen wir da wieder zurück. Machen wir nochmal ein Tor. Ein ewiges Hin und Her heute. So kriege ich die Folge auch voll, ne? Bam, bam, bam. Ja, was? One? Achso, es ist ein Einhandkolben. Elemental Damage. Hm. Den probieren wir mal aus. Zweihandkolben braucht niemand. Das braucht man auch nicht. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt 3150. 2800, okay. Die Sache ist klar. Man muss es ja mal ausprobieren und gucken. Vielleicht kann ja auch diese 10% Elemental Damage den entscheidenden Vorteil bringen. So, jetzt können wir hier hin und wieder hier zurück der guten Frau das Gerät geben. Komm schon. Na, hopslichen. Dann sind wir schon. Jetzt Achtung Leute, jetzt kommt der Effekt. So was habt ihr noch nie in einem Videospiel gesehen. Achtung! Oh. Zack, und dann brennt das hier ein Loch ein, ne? Ist das nicht verrückt? Jo. Aber wenn wir jetzt da reingehen, dann dauert es ja wieder. Oder? Ah, dann gehen wir da in der nächsten Folge rein, würde ich sagen, ist die Folge immer ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank an den Zuschauer mit den tollen Sachen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao.